So, wir sind back. FIFA 23, Deutschland, Frauen-WM gegen Marokko. Ja, ich dachte mir, wir spielen mal eine Runde den WM-Modus hier. Ich habe hier Trainer auf einmal an, das muss ich gleich mal ganz schnell ausmachen. Ja, momentan läuft ja Frauen-WM und da dachte ich mir, kann man mal passend hier den WM-Modus in FIFA 23 testen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, das Spiel und Deutschland hat auch schon gegen Kolumbien zu dem Zeitpunkt gespielt. Aber ich dachte, komm, gehst du trotzdem nochmal rein. 4-0 haben wir ja gegen Marokko gewonnen, glaube ich. 4-0 war das. Mal sehen, was hier drin ist. Wir spielen wie in der Köln... Alter, was zur Hölle? Wieder Köln-Karriere auf Legende. 5 Minuten, eine Halbzeit. Warum habe ich denn jetzt hier so Aufgaben? Warum ist denn hier alles so anders? So, jetzt weg. Perfekt. So, da läuft Pop. Oh, let's go. Pop 1-1. 10. 11. Minute. Let's go. Wichtig. Perfekt. Jetzt habe ich hier irgendwas ausgestellt. Jetzt sieht man auch die Spieleranzeige wieder nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder ein Bug ist. Keine Ahnung. Ja, sieht man. Also ich weiß nicht, warum im Turniermodus alle Einstellungen weg sind. Es ist alles auf Standard. Ich muss erstmal wieder alles umstellen. Ich weiß nicht, warum die da alles resettet haben. Oh mein Gott, war das clean gespielt. Ich dachte erst, Pop stand im Abseits, aber doch nicht. 2-1, 17. Sehr geil gespielt. Zack, zack, zack. Da oben die Marokkanerin hebt das Abseits auf. Und zack an, Yomi, komm. Pop, Leupolz. 2-2. Scheiße. Ja, leider wird die WM ja in Australien und Neuseeland übertragen. Oder, was heißt da übertragen? Aber die läuft die halt. Was hier in Deutschland für richtige Scheißanstoßzeiten sorgt. Absolut 2-3 Uhr nachts, morgens um 9, dann mal um 12. Also die Anstoßzeiten sind wirklich komplett Moisty Meier. Ich weiß nicht, warum man da eine WM austrägt. Keine Ahnung. Also für uns ist das auf jeden Fall richtig. Ach du Scheiße. Starker Schuss gewesen, aber auch starke Parade. So, schießen wir mal mit Rauch. Die hat den besten Freistoßwert. Ich bin gespannt. Möglicherweise Tornico, perfekt. Aber nicht perfekt genug. An Yomi hier wieder. Mit der Flanke. Da wartet. Ich weiß nicht, wer da wartet. Brand. Zack, zack. Doppelpass. Mit Brand. Jule Brand ist das, glaube ich, ne? Zack. Magul! Flanke von Svenja Hut und das ist Pop. Zack, zack, zack. 3-2. Ich glaube, es stand ja bis zur Halbzeit noch 0-0 in Real Life und dann einfach noch 4-0 geworden. Wie vorhin schon angesprochen, lief ja jetzt in Real Life auch schon das Spiel gegen Kolumbien. Das lief ja jetzt. Ah ja, nicht so gut. 2-1 verloren. Unglücklich, 90. plus, Ecke, Kopfballtor war das, glaube ich.
Sehr unglücklich, ein 1-1. Ja, hätte man lieber mitgenommen, aber auch eigentlich gegen Kolumbien 1-1, auch eher Mäusemeier, wenn man gegen Marokko 4-0 gewinnt, so. Als nächstes ja, glaube ich, gegen Südkorea. Und ja, ich glaube, das wird auch nicht einfach. Jetzt hier nochmal schön auf Pop. Schade. Also ich glaube ja, ein Unentschieden würde reichen gegen Südkorea, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Nee. Ich weiß gar nicht, wie die Tabelle gerade aussieht. Ich meine aber, ein Unentschieden würde reichen. Und Sieg, glaube ich, für den ersten Platz, wenn Kolumbien. Ich weiß echt, sorry, ich weiß nicht, wie die Tabelle gerade aussieht. Aber wir können auf jeden Fall noch Erster werden und aber auch noch rausfliegen, glaube ich. Also wird nochmal spannend, das letzte Gruppenspiel. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Alter. Nur ja, wie gesagt, die Anschlusszeiten sind ziemlich mäusig. Ich weiß nicht, wann das nächste Spiel angepfiffen wird von Deutschland hier. 70. Komm. 20 Minuten noch hier irgendwie Führung ausbauen oder einfach über die Zeit bringen. Ich habe wohl mal die Werte so ein bisschen. Bin ich die Werte ein bisschen durchgegangen? Die sehen eigentlich relativ stabil aus, die Werte. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte so, keine Ahnung. Maximal die schnellste hat irgendwie 70 Tempo oder so. Aber es geht hier. Bei manchen, Alter, was war das für eine Parade? Mitte der 80er-Bereich, so, das. Nicht gedacht hier. Anjomi, die hat, glaube ich, 84 gehabt. Schießen sieht nicht so gut aus bei den meisten. Aber Tempo haben schon viele. Pop, glaube ich, einer der langsamsten im Team. Knapp über 70. Oh, Svenny Hut, stark geblockt. Anjomi. Alex Pop. Ist das Leupolz hier? Ne, das ist Jule Brandt, oder? Ich weiß gerade nicht. Oh, stark unter Druck gesetzt, schade. Zack, oder auch nicht, zack. Zack, 3-3, 83. Das ist jetzt bitter. Hier guckt euch mal die Werte von Debrez an. 81 Tempo, 82 Schuss, 84. Hier auch Tempo 86. Tempo 90. Ey, wie krass sind diese Werte bitte? Jetzt können sie nochmal kritisch werden. Nein, 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 nein. Ach du Heilige, 89. Wir liegen 4-3 hinten. Ja. Und kontern können wir nicht mehr. Das Ding ist over. Wir verlieren das erste Spiel mit 4-3 gegen Marokko. Das ist ja schon mal ein kritischer Start in die WM hier. Letzter Platz. Kolumbien und Südkorea haben gleich noch ein Spiel. Italien, Argentinien 1-1. Und das nächste Spiel gegen Kolumbien. Ein Punkt haben die geholt. Gegen Südkorea. Auf geht's. Nächstes Mal dann gegen Kolumbien. Und ich hoffe, das geht nicht wie in Real Life aus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.